Meine Armee wird alles zerstören. Wir fangen sofort an mit unserer ersten Kommandozentrale. Los, bau schneller. Ich baue ja schon. Jawohl, da ist sie fertig gebaut. Weiter geht es. Ein Gewächshaus muss auch noch gebaut werden. Los. Das hier ist aber nur der Anfang. Etwas ganz Großes. Wir werden nämlich mal heute die größte Armee der ganzen Welt bauen. Dafür haben wir hier unten einige zerstörerische Items bis hin zu einer. Und ob wir es damit schaffen werden, alle anderen zu besiegen, das werden wir heute zusammen herausfinden. Und damit, hey Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und ich gebe dem Video jetzt mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ihr seht es. Wir spielen heute mal zusammen den Army Tycoon hier in Roblox. Oh ja, und wir haben hier schon unsere ersten Gebäude gebaut. Oder unsere erste Kommandozentrale und unser Gewächshaus. Und durch die bekommen wir jetzt hier richtig viel Geld, ihr seht es. Und yo, wir haben unsere eigenen Soldaten am Start. Und 1 und 2 und 1 und 2. Ha, sehr, sehr gut. Und wir können jetzt sogar noch mehr Sachen kaufen. Solche, Baracken können wir kaufen. Für $500 können wir uns hier kaufen. Oder wir können uns hier ein weiteres Gewächshaus kaufen. Okay, lass uns als nächstes mal hier Baracken kaufen für $500. Let's go. Es wird auf jeden Fall jetzt hier fleißig gebaut. Das Gewächshaus natürlich hier, können wir natürlich auch hier upgraden für 1500 auf Level 2. Was gibt's hier hinten? Missile Factory, alles klar. Warte mal, können wir das Ganze auch hier gönnen? Ah, wir müssen immer hier so draufklicken. Ah, okay, dann würde ich sagen, komm, wir gönnen uns das Ganze auch mit 200 Robux. Weil, Freunde, ich will natürlich die größte Armee der ganzen Welt bauen. Eine Raketenfabrik. Oh ja, ich will hier raus, hallo? Lass mich bitte raus. Wow, so sieht das Ganze bis jetzt aus. Sehr, sehr krass. Okay, hier können wir uns noch weitere Baracken hier kaufen. Einen Wachturm können wir uns noch gar kaufen hier. Let's go. Natürlich ein Wachturm zum Spionieren, falls irgendwer anders uns angreift. Guckt euch das Ganze mal an. Oh mein Gott, was geht der Job? Seine Armee ist ja riesengroß. Und nein, er greift uns an. Er greift uns an. Und Leute, ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Okay, er zieht wieder zurück, ey. Noch haben wir gar keine Chance, uns gegen die anderen Armeen anzulegen. Ich meine, wir können sogar hier angreifen. Ihr seht es, Freunde. Was passiert, wenn wir Angriff machen? Verstärkung bleiben in der Basis oder irgendwie sowas. Los, Angriff meiner Armee. Irgendwie, Jo, da ist meine Armee. Boah, sogar hier mit den Raketen hier, die wir jetzt hier gekauft haben. Guckt euch das Ganze an. Los, macht sie fertig. Boah, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir überhaupt am Anfang eine Chance haben hier. Oder ob wir zerstört wurden. Weil ich meine, die anderen haben hier Helikopter und alles Mögliche am Start. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Und ich habe ja hier diese drei Leute am Start. Let's go, jawohl, wir haben den ersten Punkt eingenommen. Diese Flagge gehört jetzt auf jeden Fall uns. Aber oh, wir werden uns singeln. Wir werden uns singeln. Nein, ich glaube, Rückzug, Männer, wir werden komplett in Grund und Boden zerstört, Freunde. Noch haben wir keine Chance, leider. Noch haben wir keine Chance, um uns mit den anderen aufzunehmen. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier sofort unsere Base verbessern. Wir brauchen einen Generator. Erzeugt Geld durch Veredelung von Power. Okay, so ein Stromgenerator wahrscheinlich. Alles klar. Hier gibt es aber noch was. Drohnenfactory. Okay, das können wir uns wahrscheinlich dann auch mit Robux hier kaufen oder irgendwie sowas. So, hallo, ich möchte dich kaufen. So, perfekt. 150 Robux. Komm, wir gönnen uns alles. Weil, Freunde, ich habe euch versprochen, die größte und stärkste Armee der ganzen Welt zu bekommen. Und deswegen würde ich sagen, bauen wir jetzt hier alles Mögliche. Was ist hier gibt 20.000 die Hauptbasis, eine massive Befestigung, die Elite-Soldaten trainiert. Okay, 20.000, ja, das dauert ein bisschen noch. Ha, aber wir können uns jetzt hier die Drohnen-Factory hier kaufen. So, das können wir uns auch mit Robux. Und hier unten, Freunde, ihr seht es, können wir hier verschiedene Sachen kaufen. Lass uns mal das Schwächste kaufen für $25. Und, damit können wir einen Angriff starten. Guckt euch das Ganze an. Okay, Freunde, wen sollen wir angreifen? Ich würde sagen, wir schießen einfach mal da was rein und mal schauen, was wird passieren, Freunde. Wow, eine Bombe und boom. Ha, eine kleine, aber feine Explosion. Die wäre natürlich immer krass. Wir können sogar so einen eigenen Jet holen. Aber, Freunde, bevor wir uns jetzt, wie gesagt, mit den anderen anlegen, müssen wir jetzt auf jeden Fall... wir können uns hier verschiedene Sachen kaufen. Okay, ein Trainingslager können wir uns kaufen. Fahrzeugdepot oder... Panzerfabrik für 3000, alles klar. Lass erstmal hier das Trainingslager hier kaufen. So, Gebäude, Militär wird auf jeden Fall gebaut. Let's go. Dann können wir uns hier, okay, Barackennummer für 500 können wir uns theoretisch kaufen. Hauptbasis, genau, das war das für 20.000. Ansonsten gibt es hier noch irgendwas Günstiges oder irgendwie sowas. Oder, ein Gewächshaus. Let's go, sehr, sehr wichtig. Und hier können wir uns, okay, ein Trainingslager kaufen. Und wieder hier die anderen Sachen, okay. Dann würde ich sagen, wir können ja eigentlich mal hier sparen, Freunde. Auf ein Fahrzeugdepot. Damit können wir uns hier
Fahrzeuge hier uns gönnen. Dann gibt es hier noch einen Wachturm für $250. Aber Freunde, ihr seht es, langsam aber sicher nimmt hier unsere Base hier Form an. Ihr seht es, so langsam sind wir auf jeden Fall schon groß. Zwar nicht so krass wie die anderen Basen, aber langsam aber sicher geht es. Guck mal, es gibt hier sogar, warte mal, Skins, die wir uns kaufen können. Ah, so ein Camo-Skin oder schwarze Skins, alles klar. Dafür brauchen wir aber erstmal nichts, Freunde. So, hier ist unsere Drohnen-Factory. Hier wird auch alles fleißig produziert. So, nee, hier wollten wir nichts kaufen. Hier können wir uns, glaube ich, hier genau eine Baracke kaufen. Wir brauchen aber noch ein bisschen Geld. Yo, sind die von mir oder was? Holy, guck dich das Ganze an. Genau, das sind die Drohnen, glaube ich, die einfach von mir hingeflogen sind. Junge, das sah auf jeden Fall sehr, sehr krass aus. So, die nächste Baracke wird jetzt hier gebaut. Dann gibt es hier, okay, genau, das war dieses Fahrzeugdepot. Ich glaube, das war wirklich von mir. Guck dich das Ganze an. Jawohl, Zentix Roblox, ab geht es. Oh, achso, okay, das gehört mir gar nicht. Aber es wird gerade eingenommen. Jawohl, nimmt es auf jeden Fall erfolgreich ein, den Bereich. Komm schon, komm schon, komm schon. Dass dieser Bereich auf jeden Fall, jawohl, uns gehört. Wir haben den Bereich erfolgreich eingenommen. Meine Truppen haben den Bereich eingenommen. Und jetzt geht es ab. Ihr seht, es ist wie so Deutschland. Und da drüben ist so zum Beispiel Großbritannien oder irgendwie sonst. Alter, hier geht es ja mega ab. Okay, die haben aber Panzer und alles Mögliche am Start. Okay, ihre Armee ist noch viel, viel stärker. Ihr seht es doch, keine Chance haben wir. Aber naja, das wird auf jeden Fall schon. $1000 haben wir mittlerweile schon am Start. Dann können wir uns hier, boom, direkt die nächste Baracke kaufen. Und damit noch mehr Soldaten. Zack, direkt die nächste Baracke. Alles wird gegönnt. Okay, hier können wir uns noch ein paar Baracken kaufen. Hier können wir uns, okay, Panzerfabriken kaufen. Und Fahrzeuge und sowas. Genau, die Hauptbasis für 20.000. Okay, dafür müssen wir auf jeden Fall noch einiges sparen. Ihr seht es, Freunde. Aber langsam aber sicher machen wir das Ganze doch hier schon sehr, sehr gut. Da haben wir jetzt hier einiges an Cash am Start. Womit wir uns jetzt einige Sachen gönnen werden. Noch mehr Baracken. Alles muss jetzt hier gebaut werden. Und wie, genau, wir wollen als nächstes das Fahrzeugdepot holen, womit wir hier eigene Fahrzeuge hier in unserer Armee haben. Let's go. Genau, sie fahren natürlich jetzt auch hier jedes Mal in den Angriff. Sehr, sehr gut. Hier mehr Baracken für mehr Soldaten. Mehr Truppen brauchen wir. Wir brauchen mehr Truppen. Wir brauchen stärkere Truppen. Oh ja, boah, wie viele neue Sachen wir mittlerweile bauen. Noch eine Baracke, noch mehr Soldaten. Und okay, okay, hierfür reicht unser Cash aus, aber für einen Generator natürlich, damit wir auch noch ein bisschen Geld kriegen. So, ah, Upgrades gibt es ja natürlich auch noch, Freunde. Damit können wir hier das Ganze aufwerten. Dann sind unsere Soldaten natürlich ein bisschen stärker. Das können wir eigentlich mal gleich machen. Hier vorne gibt es noch irgendwas. Okay, ein Gewächshaus. Das gönnen wir uns noch. Ansonsten gibt es hier vorne nichts mehr, was wir uns hier kaufen können. Oh, wir können sogar abreißen, aber nee, alles gut. Ja, hier wird jetzt erstmal hier nichts abgerissen, sondern können wir uns hier noch eine Baracke kaufen. Junge, wie viele Soldaten, ha, können wir hier mittlerweile lagern. Ihr seht es, 15 Stück. 15 Stück können wir mittlerweile hier lagern. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Da drüben, Freunde, Deutschland, das sind alles wir hier. Das ist hier alles, oh mein Gott, unsere Armee. Guckt euch das Ganze mal, was hier bitte abgeht. Los geht's, wow, ein Angriff. Was auf unsere Armee? Nein, 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 sie wird eingenommen. Noch gehört sie mir und jetzt gehört sie irgendwem anders. Alles klar, das bedeutet, ihr wollt es nicht anders. Ihr habt gerade den Angriff erklärt. Los, jawohl. Er greift dich an und er denkt so, oh ne, ich bin nur alleine, doch kein Bock. Ha, was geht ab? Wo sind denn hier meine anderen Armee-Leute? Oder, oh Gott, ah, da. Da, Freunde, oh yeah. Alles wird hier gerade eingenommen. Los, 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 ab in den Angriff. Ha, guckt euch das Ganze mal an. Wir, uns gehört gerade die Mitte. Uns gehört gerade hier die Mitte. Wir übernehmen gerade hier die komplette Mitte. Guckt euch das Ganze mal an. Oh yeah, das ist hier das Zentrum von allem. Hier alles Mögliche fliegt hier. Okay, wir müssen natürlich auch den Punkt auch gut verteidigen hier. Das läuft wirklich hier wie am Schnürchen. Alles klar, wir haben wieder hier genug Cash am Start, um hier die nächsten Soldaten hier auszubilden. So, perfekt. So, okay, lass uns aber mal auf das nächste Upgrade sparen. Was, wenn wir so eine Baracke upgraden? Da bin ich mal gespannt. Wird unser Soldat dann stärker sein oder sowas hier? Für 1250 können wir jetzt hier unsere Baracke genau hier upgraden. Da bin ich mal gespannt. Können wir eigentlich die Sachen upgraden, die wir auch mit Robux gekauft haben? Hier die Drohnen-Factory oder sowas? Nee, alles klar. Oh, hier gibt es ja noch, Alter, richtig viele Sachen. Oh, eine Wand können wir uns kaufen, Freunde. Eine Mauer, ganz, ganz wichtig, dass hier keiner einbrechen kann. Aber ist das jetzt eine Mauer, nur diese, so eine kleine Mauer? Oder wirklich für den kompletten Bereich eine Mauer? Okay, eine Wand können wir uns noch bauen als Grundgerüst. Oh, nicht genug Geld, alles klar. Los, 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 Bausteller, ich will sehen, wie die Mauer sein wird. Und wow,
Das ist jetzt die Mauer. Okay, ich glaube, wir haben noch einiges vor. Wir müssen wahrscheinlich jetzt hier alles umzäunen mit einer riesengroßen Mauer. So, dann können wir jetzt hier, was war das? Eine Wand, genau. Jetzt gönnen wir uns hier wieder eine Wand. Hier können wir uns einen Wachturm kaufen. Okay, wir müssen jetzt wirklich eine Wand um das Ganze, um die ganze Militärbase ziehen. Wir brauchen noch mehr Barracken und noch mehr Soldaten. Okay, ein Generator haben wir hier auch. Sehr, sehr gut. Los, schneller bauen, schneller bauen. Das muss schneller gehen. Und okay, hier haben wir jede Menge, die wir uns kaufen können. So, natürlich für die Verteidigung hier ein Wachturm. Dann hier die ganzen Wände. Okay, anscheinend müssen wir jetzt wirklich die Wände hier... Hallo, kann ich dich kaufen? Müssen wir anscheinend hier alle einzeln bauen. So, aber das machen wir... Oh, was ist das hier? Oh, eine Fabrik erzeugt Cash aus der Herstellung. Was für 3000? 3000. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, komm, wir gönnen uns das Ganze. Einfach eine Fabrik, die wir jetzt bauen. Junge, ist das Ganze teuer. Alles klar, jo. Aber das wird auch ziemlich groß, muss ich sagen. Und ich hoffe, diese Fabrik, mit der Fabrik können wir jetzt hier richtig viel Geld verdienen. So, 250 Dollar haben wir am Start. Nee, die Hauptbasis können wir uns nicht kaufen. Aber hier so ein Wachturm oder irgendwie. Ah, nee, das ist eine Wand oder sowas. So, haben wir noch irgendwo einen Wachturm? Oh, die sind ja ziemlich klein, muss ich sagen. Aber meine Soldaten sind ja auch ziemlich klein. Also, irgendwie passt das Ganze hier sehr, sehr gut. Und da ist die Fabrik, Freunde. Und zum Upgrade brauchen wir 7000. Junge, 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 Junge. Was geht da? Hey, ein Eindringling. Hey, raus hier. Was wollen Sie hier? In meinem Tycoon hier. In meiner Armee. Das kann ja wohl nicht sein. So, gibt es hier noch irgendwas? Okay, noch mehr Baracken gibt es hier. Und noch eine Wand. Ah, okay, wir können uns hier die Wand natürlich auch vorne kaufen. Und schaut euch das Ganze mal an, was hier abgeht. Wir dominieren jetzt schon alles, ey. Und wir sind noch relativ am Anfang. Meine Soldaten, alles Mögliche. Guckt euch das Ganze mal an. Hier in der Mitte. Oh mein Gott, wird alles zerstört. Aber, oh, ich glaube, so mittlerweile kommen hier ein paar Leute. Ah, nee, die sind alle schon zerstört, die Panzer. Aha, alle wurden hier besiegt von meiner Armee. Guckt euch das Ganze an. Wir übernehmen wirklich alles, was es hier gibt. Sehr, sehr gut, meine Armee, genau. Da fliegt der Jet hier. Fliegt auch hier schon vorbei. Sehr, sehr krass, okay. Die haben ja wirklich jetzt schon gar keine Chance, ey. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn unser ganzer Tycoon, unser ganzer Armee-Tycoon wirklich bis zum Ende gebaut wird. Boah, was dann abgehen wird. Ich will es gar nicht wissen. Ah, nee, die Hauptbasis, die können wir jetzt immer noch nicht kaufen. Jedes Mal gehe ich dahin. Okay, wir können uns so ein Fahrzeugdepot theoretisch holen. Lass aber mal erstmal so ein paar Dinge hier holen. Flughafen, 15.000. Okay, ich glaube, es wird nicht günstiger. Gibt es noch irgendwelche Kleinigkeiten, die wir uns kaufen können? Okay, hier gibt es noch irgendwas. Okay, eine Wand, genau, hier eine Mauer. Können wir uns auf jeden Fall hier ziehen. Dann gibt es hier noch ein paar Baracken am Start. Und hier noch eine Wand. So, okay, das bedeutet, hiermit sollten wir fertig sein. Okay, hier können wir uns als nächstes auf Panzerfabrik sparen. Ich brauche hier mehr Panzer. Kein Trainingslager, keine Fahrzeuge. Jetzt werden nur noch Panzer ausgebildet. Und hier, genau, okay, haben wir wieder eine Fabrik für 3000 Cash am Start. 21 Soldaten können wir mittlerweile aufnehmen. Und ich würde sagen, es wird Zeit für die Panzerfabriken. Oh yeah, los, los, los. Die ersten Panzer werden jetzt hier erfolgreich gebaut. So, natürlich auch hier ein Wachturm kommt hin. Ein Flughafen, okay, den können wir uns leider nicht gönnen. Aber noch mehr Baracken, noch mehr Baracken. Junge, jetzt geht es ja hier mega ab. Ihr seht es, Generatorkraftwerk, alles wird gekauft. Noch mehr Baracken, noch mehr Soldaten, alles mögliche. Und eine Panzerfabrik. Sehr, sehr gut. Oh ja, so langsam nimmt das Ganze auf jeden Fall Gestalt an. Aber es hört gar nicht auf, Junge. Aber wir haben hier unendlich Soldaten oder sowas am Start. Ha, was können wir uns... Oh, Hubschrauberbucht, ermöglicht es dir, Hubschrauber Einheiten zu trainieren. Alles klar. Was ist das hier? Achso, Hubschrauberbuch. Ja, das hatten wir gerade. Das hatten wir gerade schon. Und eine Fabrik können wir uns noch kaufen. Aber bevor wir uns die gönnen, lass uns noch hier ein paar Baracken und noch mehr Soldaten und alles mögliche ausbilden, was es hier noch gibt. Und natürlich hier auch für die Verteidigung ganz viele Wände und Wachtürme bauen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ihr seht es, Freunde. Die Arbeiter sind hier überall. Da sind Arbeiter und dort hinten auch. Überall sind hier fleißig am Arbeiten, weil wir wollen natürlich die größte Armee der ganzen Welt. Und jetzt, Freunde, warte mal, ich will mal sowas benutzen. Ich will mal hier diesen Jet hier benutzen. Was wird passieren? Alter Schwede, was geht ab? Wir brauchen ein bisschen Verstärkung. Wir brauchen ein bisschen Verstärkung. Der, dann würde ich sagen, Alter, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich würde sagen, hier in die Menge rein. Kommt jetzt ein Jet? Hallo? Wo ist der Jet? Und boom! Ihr habt es gesehen. Bäm! Voll explodiert. Oder, oh, es geht, glaube ich, weiter. Boom! Ha. Jetzt geht's ab. Alter, oh nein, Freunde. Wir werden angegriffen. Okay, wir haben hier noch irgendwas. Wir haben noch hier irgendwas, Freunde. Und ich würde sagen, Attacke, jetzt kommt eine Mega-Explosion. Boom. Hallo?
Kommt irgendwas? Ich habe dafür viel Geld bezahlt. Yo, jetzt! Oh, die ist einfach vom Himmel gefallen. Wie heftig war das denn? Das hat sich auf jeden Fall jetzt hier mega gelohnt. Alter Schwede. Aber wir können... oh mein Gott. Wir können den Punkt einfach richtig gut verteidigen. Hier gibt es sogar... oh mein Gott, eine Nuke für 50 Robux. Sollen wir das Ganze gönnen? Einfach eine mega Nuke. Okay, dann würde ich sagen... oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Ich würde sagen... was sind eure letzten Worte? Ich würde sagen... hasta la vista. War eine schöne Zeit mit euch. Jetzt kommt die mega Nuke. Haltet euch alle fest und bam! Hoho! Alter Schwede! Guckt euch das Ganze mal, wie riesengroß. Okay, ich glaube, jetzt wurde alles zerstört. Ihr seht es, die ganzen Panzer, alles mögliche. Hat ja gar keine, auch nur ansatzweise, oh, eine Chance gegen unsere Armee, ey. Unsere Armee dominiert jetzt wirklich hier alles mögliche. Alles wurde hier erfolgreich tatsächlich eingenommen. So ein bisschen Cash haben wir auf jeden Fall wieder am Start. Das bedeutet, wir gönnen uns mal wieder hier so ein bisschen Stuff. Hier so ein paar Wände kaufen wir uns. Ein paar Wachtürme, so. Natürlich hier noch mehr Soldaten, alles mögliche, die wir jetzt hier aufbilden. Okay, Fabrik können wir dann noch nicht kaufen, aber Wachtürme. Wachtürme sind sehr, sehr wichtig. Natürlich auch nicht nur für den Angriff ist unsere Armee zuständig, sondern auch für die Verteidigung. Das dürfen wir auf jeden Fall nicht unterschätzen. So, die Arbeiter sind hier fleißig am Start. Ansonsten, da hinten gibt es noch irgendwas. Okay, ich glaube, das war der Platz. Oh, hier hinten. Okay, hier können wir, glaube ich, hier die ganzen Wände und sowas weiterziehen. Und was? Nein, einer anderer ist der König der Hügel. Okay, der wird schon sehen, mit wem er sich hier angelegt hat. Also der Wachturm wird sich auch gegönnt. Was ist denn los? Okay, Freunde, ich glaube, so langsam haben wir jetzt hier einen neuen Erzfeind hier am Start. Oh mein Gott, der hat schon einen Helikopter und alles mögliche. Und ich glaube, der hat auch eine Nuke gesprengt. Kann das sein? Okay, das bedeutet, Freunde, unsere Armee muss jetzt noch stärker werden. Wir müssen jetzt nochmal alles geben, was wir jetzt hier haben, um unsere Armee wirklich jetzt nochmal bis zum Limit abzugraden. Und die stärksten Soldaten, Panzer und alles mögliche zu haben, wo wir alles zerstören können. Freunde, es ist soweit. Oh, ihr seht es. Sentix Roblox ist der König der Hügel. Unsere Armee ist jetzt wirklich komplett bis zum Ende gebaut. Ihr seht es, wir haben jetzt wirklich hier unsere ganze Base bis zum Ende gebaut. Mit allen möglichen Sachen. Wir haben sogar jetzt hier unser Gewächshaus auf Level 2 geupgradet und weiter geupgradet. Die Jets fliegen hier rum. Die Panzer fahren auf jeden Fall. Wir haben sogar hier ein eigenes Atomkraftwerk, womit wir hier Geld verdienen können. Oh, das habe ich hier fast schon mal gesehen. Und ein Ölfeld. Das habe ich gar nicht gesehen, ey. Das können wir uns jetzt auf jeden Fall auch gönnen. Damit produzieren wir jetzt auch sehr, sehr viel Geld. Und 160.000 Cash haben wir auf jeden Fall am Start. Ihr seht, was wir jetzt hier alles wirklich gebaut haben. Und damit können wir eigentlich jetzt hier alles mögliche upgraden, Freunde. Ich würde sagen, wir graden erstmal hier die ganzen Baracken ab und die ganzen Soldaten. Ich weiß gar nicht, ob wir dadurch mehr Soldaten in die Lager packen oder ob wir damit vielleicht die Soldaten verstärken. Okay, ein anderer ist der König der Hügel geworden. Das bedeutet, es wird gleich einen fetten Fight geben. Unsere Armee muss sich auf jeden Fall darauf vorbereiten. Wir werden jetzt alles upgraden, was wir noch upgraden können hier mit unserem Geld. Die ganzen Soldaten, die Panzer, die Jets, die Flugzeuge, alles muss auf jeden Fall geupgradet werden. Hier die Panzerfabrik, Katsching, Katsching. Let's go. Alter, das ist ja ganz schön leer hier, muss ich sagen. Von alle Sachen hier nochmal neu gebaut werden. So, auch hier, zack, auf Level 2 upgraden. Boom, boom. Was haben wir hier am Start? Genau, Hubschrauberbucht. Zack, auch die wird natürlich hier upgegradet. Ich weiß gar nicht, können wir die Mauern eigentlich auch upgraden? Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und jawohl, auch die Mauern. Ha, wir können die ganzen Mauern upgraden, okay, Freunde? Natürlich auch unsere Verteidigung muss natürlich jetzt hier sicher und stabil sein, dass keine andere Nation uns hier angreifen wird. So, bada boom, bada bam. Und der Wachturm. Okay, den können wir nur abreißen. Nee. Ha, den reißen wir lieber nicht ab. Oh, das sieht schon episch aus, wie sich hier alles neu aufbaut. Ihr seht es. Wer ist eigentlich der König da hinten? Okay, meine Armee, ja, sie probieren es auf jeden Fall, die Mitte einzunehmen. Es ist aber nicht so einfach, muss ich sagen. Es gibt auf jeden Fall hier hartnäckige Gegner am Start, die uns dabei hindern, dass wir jetzt hier die Mitte einfach so einnehmen. Das bedeutet, jawohl, wir haben es geschafft. Wir sind der König. Jawohl, los, 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 meine Armee. Und los, meine Bauarbeiter. Ja, und eins und zwei und eins und zwei.
die sind schon richtig überfordert. Die müssen schon den ganzen Tag gearbeitet. Die so, Alter, noch ein Upgrade. Ja, noch ein Upgrade, noch ein Upgrade. Let's go. Ich meine, ich bezahle euch auch dafür. Ich meine, ihr bekommt $1000 immer dafür. Für eine Mauer zum Upgraden. Oh ja, so, zack. Dann müssen wir das Ganze jetzt hier einmal machen. Ohne große Probleme natürlich hier. Bam. Dann haben wir hier die ganzen Baracken. Okay, das, die können wir wahrscheinlich noch nicht upgraden. Oder haben wir die vielleicht sogar geupgradet? Alter, ich blick da gar nicht mehr durch. Was haben wir schon geupgradet und was haben wir noch nicht geupgradet? Ich weiß es nicht, aber wir werden es auf jeden Fall sehen. So, wir gehen jetzt natürlich jetzt hier noch die ganzen Mauern so weiter entlang. Ihr seht 51, was? Okay, das zum Thema, ob unsere Soldaten stärker werden oder ob wir mehr kriegen. Wir kriegen auf jeden Fall mehr Soldaten, indem wir die ganzen Bunker und alles mögliche upgraden. 51 Soldaten haben wir mittlerweile in unserem Team. Und oh, jetzt haben wir gar keine Mauer mehr am Start. Ah doch, da haben wir noch welche. Aber ansonsten sind hier alle Fleisch am Upgraden. Oh ja, und ich glaube, dann haben wir wirklich unsere ganze Armee, oh ja, komplett bis zum Schluss geupgradet. Hier können wir noch was upgraden, genau, die Panzerfabrik und auch hier die ganzen Baracken. Das bedeutet, wir sind noch lange noch nicht am Ende angekommen. Die werden ja gar keine Chance haben. Also ich glaube, ich höre auf mit dem Upgraden, weil langsam tun mir meine Gegner leid, muss ich sagen. Wir können sogar die Kommandozentrale für 55.000 einfach die Kommandozentrale einfach upgraden und schneller, wir brauchen eine Kommandozentrale, Kollege. Wir haben einfach gar nichts jetzt stehen, ey. Die wird jetzt auch hier abgeupgradet. Und auch hier die Hauptbasis für 45.000 heilige Nudel, ey. Junge, 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 was geht denn jetzt ab? Okay, alles nochmal durchchecken, check, 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 alles klar. Wir können hier nichts mehr upgraden. Check, 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 check. Alles klar. Aha, hier haben wir noch was. Genau, das Fahrzeug. Okay, genau hier. Ein paar Fahrzeuge können wir auf jeden Fall auch noch upgraden. Aber ansonsten, Freunde, ihr seht es, haben wir jetzt wirklich alles. Unsere ganze Armee auf das maximale Level gehabt. Hier natürlich die Soldaten nicht vergessen, sonst fühlen die sich hier noch benachteiligt, ey. Ja, jeder muss natürlich jetzt hier komplett bis zum Ende so auch hier geupgradet werden. Zack, zack. Aber ich glaube, Freunde, dann sollten wir jetzt hier tatsächlich, oh mein Gott, ihr seht es, hier fertig sein mit allen möglichen Upgrades, die es hier gibt. Sogar jetzt hier unsere Kommandozentrale. Boah, sieht die krass aus. Haben wir auf das maximale Level hier geupgradet. Mit der Deutschlandflagge da drüber. Sehr, sehr gut. Auch hier die Base. Alles sieht jetzt auf jeden Fall sehr, sehr OP aus. Also sieht nicht nur sehr, sehr OP aus, sondern ist wirklich auch sehr, sehr OP. Wir sind mittlerweile unaufhaltsam. 49 Truppen, hä? Das war doch gerade mehr. Ach so, genau, weil die gerade noch hier gebaut werden. 53, oh ja. Jetzt geht es auf jeden Fall richtig krass ab. Ich würde sagen, wir sind jetzt hier tatsächlich fertig mit unserem Armee-Tycoon. Ihr seht es, wir haben jetzt wirklich alles bis zum maximalen Level geupgradet. Wie heftig sieht das Ganze denn aus? Oh, hier können wir noch was upgraden. 150.000, yo. Ja, das brauchen wir eh nur eigentlich zum Geld produzieren oder irgendwie sowas. Das bedeutet, das brauchen wir erstmal nicht. Ah, hier, Panzerfabrik. So, genau, schön, dass wir nochmal drüber geguckt haben, damit wir nochmal was entdeckt haben. Aber ansonsten, jawohl, Satix Roblox ist der König der Hügel. Meine Flugzeuge, meine Jets, alles mögliche ist am Start. Boah, wo sind denn die anderen Truppen? Ha, ich sehe einfach nur unsere Truppen hier, die jetzt hier alles mögliche einnehmen. Los, 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 meine Panzer, meine Flugzeuge, ab geht es in den Kampf. Ich würde gerne hier irgendwas kaufen, Freunde. Guckt euch das ganz mal. Hier für 5.000 können wir hier irgendwas kaufen, Freunde. Aber Kick, wen sollen wir das benutzen? Da hinten ist eine gegnerische Armee. Mexiko haben wir dort hinten. Dort hinten ist Israel. Ich würde sagen, Freunde, ab geht es. Wir müssen jetzt das Ganze noch einnehmen. Wir müssen jetzt alles einnehmen, was es gibt. Und ich würde sagen, Attacke, wir greifen ihn einfach mal an. Als einen Nuke auf seine Base und boom. Oh mein Gott, ey. Was eine riesengroße Explosion. Okay, die Mitte gehört uns. Alles Mögliche gehört uns. Ha, vor allem ist, traut sich auch gar keiner, sich mit uns anzulegen. Hier wird auch alles eingenommen. Alles gehört uns. Guckt euch mal unsere Soldaten an. Boah, die sehen jetzt auf jeden Fall viel krass aus. Haben eine Minigun sogar hier am Start und sind hier besser ausgerüstet. Natürlich auch hier meine ganze riesengroße Armee. Ha, guckt euch das Ganze an. Wir sind jetzt hier tatsächlich einfach unaufhaltsam und können alles hier einnehmen. Let's go. Auch den Punkt werden wir einnehmen. Junge, dann haben wir wirklich hier alles eingenommen, was es gibt. Jetzt, Freunde, geht es noch ein letztes Mal in die finale Schlacht. Ihr seht es, die Mitte ist hier eingenommen von Saudi-Arabien. Und das bedeutet, los, meine Panzer, ab geht es. Ich würde sagen, oh mein Gott, jetzt gibt es hier den Mega-Fight. Der Mega-Fight, was geht ab? Und ich würde sagen, boom, ab geht es. Die ersten Jets, alles stürzt hier ab. Ah,
Boss. Das ist ein vernünftiger Fight. Jawohl. Jawohl. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ha, wir nehmen das Ganze ein. Wir nehmen das Ganze ein. Ansonsten haben wir noch was hier equipped, falls wir angegriffen werden. So, wir platzieren hier was. Let's go. Auch eine Noob. Los, los, los. Ab geht es, Freunde. Meine Panzer. Jawohl. Alle gegnerischen Objekte und Panzer gestürzt ab. Und da kommt der so. Hey, mit mir legt ihr euch nicht an, Leute. Boom. Oh ja, auch den haben wir jetzt hier fertig gemacht. Die Mitte wird eingenommen. Ja, ja, ja. Was sagst du dazu? Deine Armee wird keine Chance haben. Egal, wie viele hier ankommen. Auch ihr werdet keine Chance haben. Celtics Roblox ist der König der Hügel. Ha, das bedeutet, wir haben jetzt wirklich die Mitte eingenommen. Durch die ganzen Fights und alles Mögliche. Die andere Armee wird keine Chance haben. Ihr seht es nur. Unsere Jets, unsere Flugzeuge, Panzer und alles Mögliche sind hier am Rumfliegen. Und die Gegner, ich habe gar keine Chance. Also der Kollege hat sowieso keine Chance. Ja, der Kollege auch nicht. Aber das hier, Freunde, ist unser einziger Erzfeind. Aber er hat wirklich keine Chance. Wir können jetzt überall hier die ganzen Nukes platzieren. Hier noch eine Nuke, Freunde. Bam. Jetzt können wir hier noch den Soldaten. Oh, alles wird weggesprengt. Er wird keine Chance haben. Seine Soldatenpanzer. Alles wird zerstört, Freunde. Durch unsere Armee. Denn wir haben es jetzt wirklich geschafft, die krasseste Armee der ganzen Welt zu haben. Mit Panzern, Flugzeugen, Jets und vieles mehr. Womit wir alles zerstören können. Ha. Und dann würde ich auch sagen, Freunde, das ist heute ein Video. Ich hoffe, dir das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.